Brauchst du etwas? Eine Gruppe von Dieben hat mich belästigt. Sie sagen, sie werden mich töten, wenn ich sie nicht bezahle. Du scheinst dich darüber zu freuen? Ha, ich bin ein Schmied. Ich treffe andauernd Söldner wie dich. Und selbst wenn nicht, ich schwinge Tag ein, Tag aus einen Hammer. Diese Diebe sind ziemlich dämlich. Lass uns etwas Spaß mit ihnen haben. Ich soll die Beschützerin spielen. Der Ruhm gehört dir, wenn du einschlägst. Was sagst du? Bei mir bist du sicher. Hast du den Schuldigen ausfindig gemacht? Damit ist man besser vorsichtig. Ein Freund von mir. Er wird dir keine Probleme mehr machen. Es war kein leichter Kampf. Aber ich besiegte ihn. Und er hat seine Taten mit seinem Blut bezahlt. Ja. Aber hast du die Tafel? Oh. Ja. Natürlich. Gut. Chere, kann ich dir irgendwie zur Hand gehen? Du segelst mit Barnabas an Bord der Adrastea. Woher weißt du das, Fremder? Einst stand ich an seiner Seite, bis mir ein dreckiger Pirat seine Klinge in den Rücken stieß. Jetzt kann ich kaum aufrecht stehen. Ich wurde durch dich ersetzt. Deine Verletzung tut mir leid. Ich wusste nicht, dass ich jemandes Platz einnehme. Das Schlimmste ist, dass ich immer davon geträumt habe, mit meinem Sohn zu segeln. Aber wegen meines Rückens kann ich nicht einmal genug Holz sammeln, um ihm eine einfache Feluke zu bauen. Das heißt, ich soll dir ein paar Drachmen geben? Ja, jede Drachme würde helfen. Also gut, bitteschön. Thank you.
Die Metropolis Megara. Mit Sicherheit finde ich hier den Anführer. Los! Sie werden mich suchen. Ich muss vorsichtig sein. Alles versucht, aber es hat... Der Anführer der Athena ist tot. Ich kehre zur Stenza zurück. Ich verliere nicht gern meine Beute. Ich muss sie zur Strecke bringen.
hast du immer? Du da. Du bist eine gute Seele. Bezahlst du einem alten Mann seine nächste Mahlzeit? Deine Seele scheint auch gut zu sein. Ich bin dankbar und demütig, Fremde. Verrate mir, wie nennt man dich? Ich bin Cassandra. Und du? Nur ein einfacher Bettler. Ich kam aus Persien, um die Schönheit der griechischen Welt zu sehen. Ich kann vieles tun, Perser, aber kein Augenlicht schenken. Das würde ich auch nicht wollen. Meine Blindheit ist eine Bürde, die die Götter mir auferlegten. Und ich trage sie. Was dann? Sei meine Augen. Als ich jung war, erzählte mir ein Athener die schönsten Geschichten über dein Land. Ich würde sie gerne noch einmal hören. Würdest du dir die Orte ansehen, die ich nicht sehen konnte, und dann zurückkehren, um mir von deinen Abenteuern zu erzählen? Ich bin keine gute Geschichtenerzählerin, aber ich werde für dich sehen. Ich wusste, ich habe Güte in dir gespürt. Du hast diesen alten Perser glücklich gemacht. Danke mir noch nicht. Welche Orte hattest du denn im Sinn? Ah, meine Lieblingsgeschichten waren die von Akrokorinth, den Statuen von Zeus und Athena, dem Sitz des gepanzerten Vogels in Arkadien und natürlich das mysteriöse Taygetos-Gebirge. Ich werde Geschichten für dich finden. Sobald du einen Ort gesehen hast, komm bitte zurück. Dieser Papyrus ist so an... Könnte Themistokles das geschrieben haben? Nein, nein! Feuer! Mist! Fluch des Feuers! Geh auf! Was kann ich für dich tun? Wenn ich etwas tun kann, sag es nur.
Heros musste sich um sein... Cassandra, ich hab dich nicht gesehen, seit du mich zu den Ruinen des Odysseus nahmst. Odessa, du erinnerst dich. Wie könnte ich das vergessen? Du sagtest, ich soll mein eigenes Leben leben und mich nicht um die Größe anderer scheren. Und du hast meinen Rat beherzigt. Ich musste mich um meinen kranken Vater kümmern. Also nein, ich hatte noch keine Chance, so zu leben, wie ich will. Ich habe viele Menschen gesehen, aber du gehörst mit Sicherheit zu den Schönsten. Ist das so? Du bist eine willkommene Ablenkung von meinen Problemen. Man sagt, ich sei eine sehr gute Ablenkung. Du hast doch sicher ein Bett, das wir benutzen können. Du kommst direkt zur Sache, nicht wahr? Ich zeige dir, wie ich zur Sache kommen kann. Da bin ich mir sicher. Also, was ist nun? Weißt du, ich würde gerne. Doch ich muss zuerst ein paar Sachen für meinen Vater abholen. Wenn du mir hilfst, können wir unser Gespräch vielleicht fortsetzen. Keine Sorge, ich helfe gern. Was brauchst du denn? Ein paar Kräuter aus dem Tal von König Lelex. Außerdem eine Mixtur vom Markt, um sie mit den Kräutern zu vermengen. Ein Händler dort hält sie für mich bereit. Ist dein Vater wirklich so krank, dass du es nicht selbst holen kannst? Ich bin sein einziges Kind. Ich bleibe lieber in der Nähe, falls es ihm schlechter geht. Bleib bei deinem Vater. Ich besorge die Kräuter und die Mixtur. König der Adler. Hier freut sich keiner, mich zu sehen.
Ich lasse mich lieber nicht sehen. Oh.
Das sieht übel aus. Hast du endlich eine Spur? Drüben steht nur der Wind. Weiter suchen. Wir wollen nicht überrascht werden. Aber sofort. Yeah.
Ella. Komm schon. Chere, kann ich dir bei irgendetwas helfen? Mein Mann ist Soldat. Ein wahrer Spartaner. Er erzählt von seinen Schlachten und streicht mir über das Haar, während ich die Lyra spiele. So gut harmoniert es selten. Du bist bestimmt glücklich. Ich wollte ihm eine Haarlocke schenken, aber das hier ist Sparta. Es dürfte ihm besser gefallen, wenn ich ihm den Tod eines Athena-Anführers widme. Wie romantisch. Es ist wahrhaftig ein Segen, verliebt zu sein. Und ich soll den Botengang machen? Genau. Die Lieferung muss ankommen. Ohne Kratzer. Verlass dich auf mich. Dank den Musen. Alles erledigt. Megaris. Die Stadt der Schweine. Das sind die Kräuter, die Odessa braucht.
Na los! Komm schon. Ich erkenne deine Schritte. Willkommen zurück. Ich werde Geschichten für dich finden. Sobald du einen Ort gesehen hast, komm bitte zurück. Das müsste der Händler sein, den Odessa erwähnt hat. Sag es deinen Freunden, deiner Familie. Die besten Waren, die man kaufen kann. Sogar Söldner wie du werden bei mir fündig. Odessa schickt mich. Na, natürlich, die Süße. Ich wünschte, sie würde selbst kommen. Das ist für ihren Vater, nehme ich an. Gib mir das Geld und du kannst dich auf den Weg machen. Hier, nimm es. Schnelle Geschäfte sind die besten. Ich hoffe, es hilft, Odessa. Führers von Megaris. Odessa hat ihnen wohl Probleme bereitet. Sind die Kräuter und die Mixtur in Ordnung? Du hast sie doch geholt, oder? Warum machst du dir Sorgen? Wir wurden gerade angegriffen. Daran solltest du dich längst gewöhnt haben. In diesem Land wimmelt es von Banditen. Was stand in dem Brief, den du gelesen hast? Dass sie es auf dich abgesehen hatten. Nur dich, nicht mich. Das kann ich nicht glauben. Es geht wohl um das Land deines Vaters. Wahrscheinlich wollen sie, dass ihr beide sterbt, damit sie es bekommen. Ich könnte tot sein, ohne mir einen Namen gemacht zu haben. Dann wäre mein Leben nutzlos gewesen. Niemand darf diesem Gesicht etwas antun. Ohne Schmerz, kein Ruhm. Warum nimmst du mich nicht mit hinein und zeigst mir ein bisschen Schmerz? Oh, das würde ich lieben gerne, aber versteh doch.
Jemand will mich umbringen. Wie könnten wir das ignorieren und uns stattdessen einfach so vergnügen? Und wie verbleiben wir dann? Mit einer neuen Aufgabe. Glaub, was du willst, aber ich kann die Wahrheit beweisen. Ich brauche nur deine Hilfe. Das überrascht mich nicht. Ich lass dich wissen, ob du sie bekommst. Bist du bereit, die ganze Wahrheit hinter all dem zu erfahren? Immer. Das dachte ich mir. Du wusstest, dass sie hinter mir her waren. Und du hattest recht. Ich hätte gern einen Beweis dafür. Die Wahrheit kommt immer ans Licht. Wird sie. Und dann kann ich endlich in die Fußstapfen von Odysseus treten. Steht in den Geschichten über Odysseus nicht auch, dass er ein guter Liebhaber war? Wirklich? Muss mir entgangen sein. Vielleicht könnten wir... Du weißt schon, was ich gesagt habe über Odysseus als Liebhaber und so. Ha, ich dachte, du wärst in der Hinsicht viel direkter und selbstsicherer. Ich dachte, ich probiere mal was Neues. Wir reden weiter über uns, wenn alles erledigt ist. Der Brief, den du fandest, stammt vom Anführer von Megaris. Es muss Beweise dafür geben, was er vorhat. Ach, wenn es einen gibt, dann bei ihm zu Hause. Dann geh dorthin. Ich finde einen Beweis. Gut, ich will nur, dass es endlich vorbei ist. Ich finde den Beweis, wie er auch aussehen mag. Was los ist. Das ist es. Wenn es Beweise gibt, dann dort. Ich muss vorsichtig sein. Dieser Ort wird schwer bewacht. Brief erwähnt Odessas Anwesen und dass sie es unbedingt haben wollen. Mit allen nötigen Mitteln. Einer von Odessas Verehrern starb auf mysteriöse Weise nach ihrem Treffen. Der Anführer von Megaris hat eine Hochzeit für Odessa arrangiert. Klingt nach einem Plan, an das Anwesen des Vaters zu kommen. In diesem Brief steht, dass Odessa noch andere Söldner angeheuert hat. Ich frage mich, wozu. Ich glaube, ich habe fürs Erste genug. Ich sollte zurück zu Odessa. Eine Musikerin meinte, du brauchst das hier. Vielen lieben Dank. Das hier ist für dich.
Ich bin wegen des Auftrags von der Tafel hier. Worum geht es? Eine Frau aus der Stadt versteckt einen Abtrünnigen. Was soll man nur mit solchen Verrätern und Feiglingen anstellen? Ich würde beiden den Kopf abschlagen. Sie verdienen es nicht anders. Der Abtrünnige muss sterben. Dessen bin ich sicher. Aber die Frau? Es ist nicht an mir, über ihr Schicksal zu entscheiden. Der Befehlshaber der Athener sollte jedoch von diesem Verrat erfahren. Du willst, dass ich sie dem Athener Befehlshaber liefere? Ja, ist nicht schwer. Muss nur in einem Stück dort ankommen. Ich helfe dir. Du hast mein Wort. Ich wusste, du bist vernünftig. Dann leb wohl. Hier passen die Wachen sicher gut auf.
mir mein Leben geschenkt. Das kann ich nie zurückzahlen. Danke. Ein Sophist schickt dir das hier. Zum richtigen Zeitpunkt. Lass mich dich bezahlen. Du suchst etwas.